Hallo zusammen und willkommen zu den schnellen Schnäppchen. Yay, dieses Mal habe ich ein Bundle für euch, ein günstiges Spiel und sogar ein kostenloses Spiel. Da wird also wohl für jeden was dabei sein. Wir fangen jetzt einfach mal mit dem Bundle an. Wir sehen es hier vorne schon, das ist das Wartime Bundle von Indiegala.com. Für jeden, der die Man of War Serie mochte, wird das wahrscheinlich genau das Richtige sein, denn es gibt die ganze Reihe hier, also alle 1, 2, 3, 4, 5, 6 und sogar 7 Spiele für insgesamt 5 Dollar. Wir reden hier wie gesagt von 5 Dollar, das heißt, es sind in Euro wahrscheinlich etwa so 3 bis 3,50 Euro. Auf jeden Fall schon mal 95% billiger, lohnt sich also für jeden, der so ein bisschen was damit anfangen kann. Dann gehen wir jetzt zu dem vergünstigten Preis, genau. Und zwar wäre das hier Dark Messiah of Might and Magic. Ich spiele einfach mal hier so ein bisschen was von ab. Dark Messiah of Might and Magic war früher relativ populär. Ich glaube, das ist doch gar nicht mal so alt. Ist von der Firma Ubisoft, die man vielleicht auch von Spielen wie Assassin's Creed und so weiter kennt. Ich hoffe mal, damit liege ich gerade richtig. Ja, ich müsste damit richtig liegen. Wie man sieht, es hat viel mit diesen ganzen Magie-Geschichten zu tun, aber auch im Nahkampf kann man ziemlich gut kämpfen. Das Ganze hat so ein bisschen was von dieser Skyrim-Engine, sag ich mal, was den Kampf angeht, diese Combat-Engine. Hat sogar einen Multiplayer, mit dem man gegeneinander kämpfen kann. Und das gibt es gerade alles für 3 Euro, also 40% reduziert. Ach, so. Und damit kommen wir jetzt zum kostenlosen Spiel. Das wäre Night Shift. Gibt es bei Steam hier für 7 Euro. Gibt es aber auch kostenlos. Ich zeige euch hier aber nochmal ein bisschen was von den Bildern, damit ihr sehen könnt, auf was ihr euch da einlässt. Das ist eine Mischung aus Strategie und Rollenspiel. Ich würde aber schon sagen, dass es mehr Rollenspiel als Strategie ist. Ist kostenlos auf der Seite dlh.net zu sehen. Dort müsst ihr euch einfach nur, Moment, hier, dort müsst ihr euch einfach nur registrieren. Und dann könnt ihr vorne unter den Profil und Keys, könnt ihr die Sachen dann einfach einlösen. Wer das übrigens auch zum ersten Mal macht, hier vorne kann man dann auch noch die anderen Sachen, die schon mal als Geschenk gegeben haben, solange noch Keys da sind, kann man sich die auch noch freischalten lassen. Also für den einen oder anderen könnten das jetzt sogar 5 kostenlose Spiele sein. Damit wird wohl für jeden etwas dabei gewesen sein. Ich verabschiede mich von heute und wünsche noch eine frohe Schnäppchenjagd.